Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dich den allein wahren Gott zu erkennen, und der allein wahre Gott ist Jahwe, und wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Jesus ist der König der Juden. Uhr 1:44. Wie geht's euch, Leute, um 1:44? Was macht ihr? Liegt im Bett? Geht's euch gut? Alles klar bei euch? Was sagst du zu Israel? Guck mal, ich sage euch jetzt meine richtige Meinung darüber, ne? Machen wir kurz den Kommentar raus. So, meine Meinung zu dem Ganzen ist auf jeden Fall, ich bin gegen die Politik in Israel von den Netanyahu oder dieser Präsident, wie der heißt. Ich bin gegen Israel von der Vergangenheit her, als sie Krieg geführt haben gegen Palästina, wo unschuldige Menschen gestorben sind. Ich bin gegen eine Politik, die andere Menschen tötet. Ich als Christ kann das nicht akzeptieren, dass ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Denn der Mord ist der Folge von der Sünde. Die Sünde ist die Folge vom Teufel, der den Menschen in die Sünde gebracht hat. Jesus sagt zu den Juden, die Juden sagen zum Beispiel in Johannes 8 ganz klar, wir haben einen Gott, den Vater. Wir glauben nur an Gott. Und dann sagt Jesus, wenn ihr Gott zum Vater hättet, dann würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Und dann sagt der Herr Jesus, nein, ihr habt nicht Gott zum Vater, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Er war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Das bedeutet, der Teufel wird beschrieben als ein Mörder von Anfang an. Als Kain seinen Bruder Abel erschlug, schlug er ihn aus dem Bösen. Der Teufel. Der Teufel hat ihn in die Eifersucht gereizt. Und darum ist diese bösartige, toxische Beziehung mit Eifersucht und alles in diese ganzen toxischen Beziehungen ganz klar teuflisch und dämonisch. Und auf jeden Fall, ich bin gegen diese schwachsinnige Politik, die seit Jahren dort herrscht, ja, so. Ich bin aber auch gleichzeitig gegen Palästina und Palästin, dass sie einfach nicht akzeptieren können, dass das auf jeden Fall nicht ihr Territorium ist. Sie sollen einfach in ihr Platz bleiben und nicht einfach das wollen, was sie halt haben wollen. So. Sie wissen auf jeden Fall, dass es eine Weltmacht ist, dass Israel seine Armee krass ist, dass auf jeden Fall Israel nur ein, zwei Bomben werfen muss, um tausende Palästina zu töten. Ja, warum? Wenn du als Palästinenser, als Muslim ja behauptest, der Al-Mahdi wird ja kommen und dann wird er sowieso Israel einnehmen und ganz Nahe Osten wird euch gehören. Warum könnt ihr einfach nicht ruhig bleiben und den Mund halten und euer Leben friedlich führen, bis euer Al-Mahdi kommt? Nein, ihr wollt ja unbedingt weiterhin Mord und Leid und das alles. Warum? Das ist die Schlussfolgerung, dass es im Nahen Osten keinen Frieden gibt, weil ihr den Prinz des Friedens nicht kennt. Würdet ihr den Prinz des Friedens, Jesus Christus, erkennen, gäbe es keinen Konflikt zwischen Israel und Palästin. Dann gäbe es auch keinen Krieg zwischen Russland und Ukraine. Orthodoxe kämpfen gegen Orthodoxe. Schämt euch. Schämt euch, dass ihr Christus verlästert mit euren Taten. Ohne Spaß. Christus würde das sofort verurteilen. Dann gehen diese russischen Soldaten nach Ukraine und sagen, und dann gehen sie in die Kirchen. Sie glauben ja dasselbe. Die gleichen Ikonen, die gleiche Glaube. Warum bekämpfen wir uns? Das sind Marionetten, die kämpfen. Die da kämpfen, die haben kein Sagen. Die werden gesteuert. Wie Marionetten werden sie gesteuert. Wer steuert sie? Sie nennen sich Juden, aber das ist die Synagoge des Satans, sagt der Herr Jesus in der Offenbarung. Rothschild-Familie, Rockefeller-Familie, Elite, Illuminaten, Saudi-Prinzen, Könige, Königshaus, Barack Obama. Es gibt 13 Familien, die auf jeden Fall das Sagen haben, was ich weiß und was ich alles gesehen habe. Und
diese steuern ganz klar wie Marionetten die Menschen. Hier haben wir den Geringverdiener, wir alle, wir autonomen Menschen, wir sind hier ganz unten, wir arbeiten für einen Hungerslohn und dann auf jeden Fall kommt das Gesetz und die Polizei. Das Gesetz und die Polizei wird ganz klar von einem Gesetzesurheber gekommen und der Gesetzesurheber ist nicht die Politik oder der Staat, weil die Politik und der Staat und die Gesetze kommen von weiter oben und hier sind dann auf jeden Fall die Finanzsystemen und die Bankenwesen und so weiter und das alles wird gesteuert von was wird das denn gesteuert? Von das hier wird es gesteuert. Ganz oben bei der Pyramide sehen wir ein erleuchtetes Auge und dieses luziferanische Auge, das die Welt steuert, ist der Fürst dieser Welt, der durch seine Kinder, die Kinder des Teufels, diese Erde ganz klar steuert. So steuert es auch einen Krieg zwischen Palästin gegen Israel und alle anderen Sachen auf der Erde. Corona-Pandemie, Elite, Illuminaten, das Auge, das Illuminaten, Familiensymbol von den ganzen Eliten und den ganzen Königen, die ganzen saudischen Prinzen und die Könige, die wissen Bescheid. Erdogan weiß Bescheid. Der Präsident von Israel, Netanyahu oder wie der heißt, weiß Bescheid. Emmanuel Macron weiß Bescheid. Olaf Scholz, der selber ein Freimaurer, weiß Bescheid. Mama Merkel, Wladimir Putin. Glaub mir, wenn ihr wissen würdet, was sie wissen, dann würdet ihr sagen, die Bibel ist wahr. Weil die Bibel sagt uns alles. Die Bibel sagt uns das indirekt, zum Beispiel Epheser 2, 1 bis 5. Wenn du das verstehst, dann verstehst du, dass jeder natürliche Mensch, Johannes 3, 3, in die Sünde hineingeboren wird. Er nur seinen Geist und seine Seele verewigen kann, wenn er durch Geist und Wasser wiedergeboren wird. Und das ist der Glaube und aus dem Glauben heraus die Taufe in Christus. Solange du aber nicht wiedergeboren bist, bist du in deinem Fleische geboren in die Erbsünde und du hast durch Gut und Böse entschieden zu sündigen, weil die Sünde in deinem Körper wohnt und du laut der Bibel als natürlicher Mensch ein Kind des Teufels bist. Der Fürst der Welt ist dein Vater, bis du Jesus, das Licht der Welt, erkennst, laut der Bibel. Und darum, 5 bis 6 Milliarden Menschen sind laut der Bibel die Kinder des Fürsten, die Kinder des Ungehorsams, die Kinder des Zornes. Der Teufel, der den ganzen Erdkreis täuscht und auch alle Elite, Illuminaten, Freimaurer, saudische Königsfamilien oder britannische Königsfamilien oder sonst einen Schwachsinn mit irgendwas. Also es ist immer, was passiert von etwas, was es steuert. Und solange du das nicht verstehst, bleibst du in diesem dreidimensionalen Materialismus-Welt und du denkst nicht über den Horizont heraus, du bleibst in der Materie, du denkst in der Materie und du lebst für die Materie. Aber ich tue das nicht. Und das kannst du nur, wenn du Christus erkennst und dein Auge erleuchtet wird für die Wahrheit. Na? Was ist der Unterschied zwischen Katholiken, Orthodoxen und Evangelisch? Da gibt es viele Unterschiede. Ich kann dir das nicht alles nennen hier um 2 Uhr in der Früh. Jesus ist Gott. Ja, du bist wiedergeboren. Wow, schaust fresh aus. Ich küsse dein Herz. Danke für das Kompliment. Hab mir Angst, morgen früh die Nachrichten zu lesen, wie die Palästinenser alle weg sind. Betet auf jeden Fall für jeden Menschen. Also, sind deine Eltern auch konvertiert? Nein. Alles gut, dass ich dich gerade höre. Sehr schön. Welche Prophezeiungen beziehen sich auf die jetzigen Ereignisse in Israel, Bruder? Matthäus 24 und 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Was meine Meinung halt. Also, wir können es ja mal lesen. Wir als Sklaven... Warte. Wir als Sklaven, dann kommt Polizei, Militär, Politik, Regierung, Banken, Großfamilie, Monarchen und so weiter. So ungefähr, ja.
Daniel 7 auch. Aber muss ich mir dann durchlesen. Das hat mir gefällt, du gibst mir heute Power. Stark. Ich habe schon müde Augen. Ich bin heute von Deutschland wieder nach Österreich gereist und ich bin müde. Ich habe müde Augen. War Iran ein freies Land, bevor die Scharia kam? Ja, natürlich. Israel oder Palästina? Was meinst du, Israel oder Palästina? Ich bin für diejenigen, die aufhören, sich zu bekriegen und sich gegenseitig fertig zu machen. Und darum auf jeden Fall bleibe ich als Christ neutral. Weder für den Juden und weder für den Moslem. Weil ich weiß auf jeden Fall, wenn sich beide nicht zu Christus bekehren, sie sowieso beide in den in die Feuersee laufen, indirekt gesehen. Was kommt aus biblischer Sicht jetzt auf uns zu? Wir werden sehen. Also ich glaube, es ist kein Statement und keine Aussage, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 7 Jahren die Vollendung des Jahres 6000 haben. Und ich denke auf jeden Fall, dass das die letzten 7 Jahre sein könnten. Aber für wen bist du, Israel oder Palästina? Ich als Christ bin nicht auf politische Sachen. Ich bin nicht von dieser Erde. So, und darum auf jeden Fall, was auf dieser Erde abgeht und wer das Sagen hat. Der Herr Jesus sagt, die Obersten und die Gesetzesinhaber, die unterdrücken euch so. Ne? Warum bist du nach Österreich gefahren? Ich bin von Österreich nach Deutschland, von Deutschland nach Österreich. Gott ist für Israel. Natürlich ist Gott für Israel. Jesaja 43,3, ich bin der Herr, dein Gott, dein Erretter, der Heilige Israel. So. Natürlich ist Gott für Israel, aber nicht für diese Politik, was zurzeit abgeht in Israel, gegenüber auch Palästina und auch nicht für Krieg und so weiter, sondern Gott ist dafür, dass Israel endlich aufwacht und sich bekehrt und erkennt, dass Jeshua der Messias ist. Dass Jeshua HaMashiach der Christus ist. Und aus beiden Seiten das Gleiche. Solange Palästina nicht den Sohn Gottes erkennt, den Prinz des Friedens, und solange die Juden den Sohn Gottes, den Prinz des Friedens nicht finden, wird es im Nahen Osten, seitdem auch das Islam entstanden ist, seit 1400 Jahren, keinen Frieden geben. Es gibt keinen Frieden im Nahen Osten und es wird auch niemals Frieden geben, denn der Teufel kommt nur, um zu stehlen, zu lügen und zu verderben, sagt der Herr. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und das Leben in Übermaß haben. Es wird keinen Frieden im Nahen Osten geben. Es wird immer nur schlimmer werden in Zukunft. Es gibt kein Gewinnen und es gibt kein Verlieren. Jeder verliert am Ende, der nicht Christus nachfolgt. Kommt die 6. Plage. Es kommt alles auf uns zu. Ich denke auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 7 Jahren vieles noch sehen werden. Wenn eine Woche vor dem Friedensvertrag sowas passiert, was passiert dann bitte in einem Monat? Was passiert in 6 Monaten? Was passiert in einem Jahr? Was passiert in 3 Jahren? Was passiert in 7 Jahren? So, wenn das alles so schnell passiert, ne? Wer sich mit Historie beschäftigt, weiß, dass Israel schon immer ein Konflikt-Hotspot war. Natürlich. Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass die Welt mich vor euch gehasst hat, sagt der Herr. Kannst du mir helfen? Wobei, wow, das war knapp. Kommt der Friedensvertrag jetzt? Der Friedensvertrag ist aufgelöst. Israel hat den Kriegszustand erklärt. Eine Woche vor dem Friedensvertrag wurde er aufgehoben. Das ist ja das Krasse. Und darum glaube ich, dass das die Offenbarung ist von 1. Thessalonicher 5. Der Friedensvertrag wurde aufgelöst. Eine Woche vor dem Friedensvertrag. Und plötzlich ist der Kriegszustand alarmiert worden. Also das ist ganz klar eine Prophezeiung, was ich denke. Du bist Iraner. Nein, bin kein Iraner.
Wenn ein Christ sich umbringt, ist er trotzdem gerettet. Also wenn jemand versiegelt ist mit dem Heiligen Geist und in der Freude des Heiligen Geistes lebt, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Versiegelter sich umbringt. Aber falls er sich umbringt in einer Notsituation und eine schwache Situation hat und nicht mehr konnte, dann auf jeden Fall ist er natürlich gerettet. Aber es ist sehr, sehr selten, dass das geschieht, dass ein wirklich Wiedergeborener sich das Leben nimmt. Wir werden doch vor den 7 Jahren entrückt. Nein, das finden wir nicht in der Bibel, dass wir vor den 7 Jahren entrückt werden. Das ist falsch. Laut Matthäus 24 und laut Offenbarung 7 werden wir in die Trübsal hinein bis zur Drangsal nach den ersten 3,5 Jahren. Erst dann werden wir entrückt werden. Kurz nach den ersten 3,5 Jahren erst. Es gibt keine Vorentrückung in der Heiligen Schrift. Und wenn schon, dann gib mir ein Vers dafür. Wir werden erst nach den 3,5 Jahren entrückt werden, laut Offenbarung 7 und Matthäus 24. Und wer was dagegen hat, der soll mir ein Vers geben. Was heißt entrückt werden? Es gibt eine Entrückung. Wann begingen die 3,5 Jahre? Also ich glaube, ihr müsst nicht mir folgen und ihr müsst mir auch nicht glauben, aber ich glaube, dass die 3,5 Jahre schon begonnen haben. Also ich denke, dass die 3,5 Jahre die ersten schon begonnen haben. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung, aber ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall, dass die Hälfte schon angefangen hat. Wir werden es ja sehen. Aber ich denke schon. Was ist mit den Leuten, die nicht an Christus glauben und einen schlimmen Tod haben? Dein schlimmer Tod macht auch auf jeden Fall das nicht weg, dass du nicht an Christus geglaubt hast, mein Lieber. Wenn du nicht an Christus glaubst, wird dein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, sein Name wird aus dem Buch des Lebens gestrichen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Und wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Muslime glauben an Jesus, ja, an einen falschen Jesus, der dir kein ewiges Leben gibt und du nicht in der Lehre des Christus und nicht im Leibe Christi bist. So gruselig, ne? Bei RTL läuft ein Film über Jesus, okay. Rip, Johnny, Luke, Noah von Adam und Eva, okay. Wie zufällig, okay. Bruder, die Offenbarung ist ganz dünn, das heißt schnelles Ende bald. Ja, Toni. Also ich denke auf jeden Fall, dass die Endzeit, die komplette Endzeit begonnen hat. Wir werden sehen, ob es so ist. Egal, juckt mich nicht, dann komme ich halt in die Hölle. Mich juckt es aber, wenn du sagst, ich komme in die Hölle. Mich juckt das, denn du musst nicht in die Hölle gehen. Jesus hat am Kreuz schon für dich bezahlt. Der Lohn der Sünde, mein Lieber, ist der geistliche ewige Tod. Das ewige Leben ist das Geschenk Gottes an dich. Du musst es nur annehmen. Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Schön für dich. Ich war 18 Jahre selber Moslem, nachdem mir die Augen geöffnet worden sind und ich den Heiligen Geist empfangen habe und ich erkannt habe, dass der Islam laut der Bibel die Religion des Antichristen ist und durch Nahtoderfahrungen und Visionen erkannt habe, dass der Islam kompletter Schwachsinn ist und du kein ewiges Leben in dir hast, weil du das Zeugnis, was Gott der Vater über seinen Sohn abgelegt hast, als Lüge erklärst und du Gott den Vater indirekt einen Lügner nennst. Das wird dir nicht verzeihen werden, wenn du in deinen Sünden stirbst und du nicht an Christus glaubst. Tamam, interessiert mich nicht. Ja, das wirst du auf jeden Fall mit Heulen und Zähneknirschen dann nicht wieder von dir geben, wenn du vor dem Thron Gottes stehst und Christus sagen wird, geh weg von mir, du Gesetzesloser, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seine Engel vorbereitet worden ist, wo das Heulen und das Zähneknirschen sein wird, wo das Feuer niemals erlischt und der Wurm niemals stirbt. Also mein Lieber, du tust mir leid. Du bist leider nicht in dem Zeugnis, dass du sagen kannst, ich habe ewiges Leben. Und diese Zuversicht haben nur wiedergeborene Christen, die sagen können, ich bin gerettet. Alan, chill. Ich habe ihn nicht verurteilt. Ich habe ihn gewarnt, dass wenn er
weiterhin so stolz und arrogant und hochmütig bleibt, dass er das auf jeden Fall hören wird. Möge der Herr Jesus ihm das ewige Leben schenken, möge der Jesus sich ihm offenbaren, möge er ihm seinen Stolz und seine Arroganz und seinen Hochmut nehmen, dass er nicht an Christus glauben möchte. Möge der Satan auf jeden Fall ihn nicht mehr verführen. So, aber wenn ja ein Mensch stirbt ohne Christus, katapultiert er sich indirekt selber in die ewige Feuersee. Was hat Jesus gemeint? Mein Fall ist wie Jonah. Erzähl mal was über die sieben Trompeten. Es ist zu spät, über die Offenbarung zu sprechen. Wir haben 2 Uhr. Wenn es die Babytaufe bringt, was oder sollte man sich normal taufen lassen? Kann ich meine Meinung nicht dazu geben, weil ich die apostolische Kirche zurzeit lerne und ich mich mit der Taufe noch nicht beschäftigt habe so richtig und was die Heiligen damals gesagt haben darum. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, sich generell zu taufen. Und ein Säugling, also ich bin immer noch der Auffassung, dass ein Säugling auf jeden Fall das nicht bekennen kann, dass Christus im Fleisch gekommen ist und dass er für seine Sünden gestorben ist. Dementsprechend finde ich es mehr Sinn, wenn ein Kind bzw. ein Jugendlicher oder dann ein Erwachsener sich tauft. So. Über Israel spricht jeder, aber was ist mit Palästina? Wo unschuldige Menschen sterben, Frauen und Kinder und so weiter, da ist mein Herz und derjenige ist schuldig, der sowas tut. Ob es jetzt Palästina ist oder Israel ist, das ist jetzt nicht wichtig. So, wer das tut, der ist nicht im Recht. Jedes Kind geht in den Himmel. Ja, warum beten Katholiken zur Jungfrau Maria? Sie machen Fürbitte. Israel hat auch angegriffen vor Jahren, aber da hat keiner was gesagt. Man muss sich aber immer den Kontext anschauen, denn in einem Konflikt sind immer zwei dabei und nicht immer einer. Wenn du jetzt behauptest, Israel hat damals angegriffen, wäre das auch nicht so richtig, weil es bestimmt im Kontext einen Grund dafür gab, warum Israel angegriffen hat damals. Es gibt immer einen Konflikt, immer zwei Parteien. Ich dachte, in der Bibel steht, dass Israel Frieden schließt. Ja. Eine Woche vor dem Friedensvertrag wurde jetzt der Frieden aufgehoben und jetzt ist Kriegszustand. In einem Streit sind beide schuld, ja. Weil die eine andere Religion hatten, Bro. Das hat nichts mit Religion zu tun. Das sind gerade Marionetten von der Elite und von den ganzen anderen, die die Menschen jetzt steuern, das zu tun. Das hat nichts mit Religion zurzeit zu tun in Israel. Natürlich ist es eine Prophezeiung und sie leben indirekt die Prophezeiung aus. Das ist ja das Krasse. Die Menschen haben ja keine Ahnung, dass sie indirekt das, was in ihrem Leben geschrieben steht, auch wenn sie Feinde Gottes sind, dass sie das leben gerade, was als Prophezeiung für uns darstellt. Das ist ja das Krasse. Aber es hat nichts mit Religion zu tun. Religionskriege sind das meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist falsch. Palästina ist muslimisch und Israel christlich. Israel ist nicht christlich. Die Juden haben einen tiefen Hass gegenüber Christen. Die werden dort angespuckt. Also wenn du behauptest, Israel ist christlich, ist das falsch. Da leben 3 Weltreligionen in einem Land. USA hat die Hamas indirekt finanziert. USA braucht Trump zurück. Ja, Trump ist mir auf jeden Fall sympathischer als Sleepy Joe. Sleepy Joe, der in seinen Interviews einschläft und wie ein Roboter ist. Also mir ist ein Trump auch lieber als ein Sleepy Joe auf jeden Fall. Mögen die Muslime die Christen? Ob die Muslime die Christen mögen? Das glaube ich nicht. Wenn ihr Gott Allah 60% nur über Kuffar spricht und über Christen spricht und aufträgt, Christen und Juden abzuschlachten, dann denke ich nicht, dass sie Christen mögen. Und wenn jemand selber was interpretiert, interpretiert er sich selber hinein. Aber was sagt ihr Schöpfer dazu? Schöpfer und andere. Magst du AfD? Ich bin kein Deutscher und ich lebe auch nicht in Deutschland. Wir sagen doch, Jesus ist für einen Propheten und wir respektieren Jesus. Jesus ist Gott manifestiert im Fleisch. 16,13, Johannes Christus beweist, Mohammed wird in der Bibel nicht prophezeit.
Kein Johannes 16, 13, kein Mose, kein irgendwas. Er wird prophezeit als falscher Prophet. Jesus ist Muslim, falsch, Murat. Du liegst ganz, ganz falsch. Jesus ist der König der Juden und aus den Juden kommt das Heil. Wir sind Christus Nachfolger, Messias Nachfolger. Schwarze Flagge und Anti-AfD, ja, noch dämonischer Krank. Der übertrifft ja heute alles. Lebst du in Österreich? Ja. Jesus Gott, Amen. Meinung zu Putin. Egal, was die Leute über Putin sagen, Putin weiß, was er macht, sage ich nur. Was ist mit deinen Haaren passiert? Ich habe ein bisschen experimentiert. Jesus Gott, Amen. Boah, du passt bald nicht mehr in Kamera, hör mit Tränen auf. Okay, ich küsse dein Herz. Wie bist du zum Christentum gekommen? Ich war 18 Jahre sunnitischer Muslim und mir sind die Augen geöffnet worden. Gott hat sich durch den Heiligen Geist mir offenbart. Es gibt nur einen wahren, lebendigen Gott und das ist der Gott der Bibel und der islamische Mondgott Al-Illah, der aus dem Quraysh heraus der letzte Götze war, hat nichts zu tun mit dem wahren Gott der Bibel, Jahwe. Jahwe ist nicht Allah, wie auch Allah nicht Jahwe ist. Es gibt nur einen wahren Gott und das ist der Gott der Bibel, der durch die Tora und durch die Propheten gesprochen hat und im Neuen Testament durch seinen Sohn gesprochen hat. Bist du orthodox? Nein. Was haben deine Eltern dazu gesagt, dass du konvertiert hast? Meine Mutter hat akzeptiert, bei der Familie war es eher schwieriger. Könnte Trump der Antichrist sein? Nein, glaube ich nicht. Also es gibt Top 3, glaube ich, oder? Gibt es Top 3 beim Thema Antichristen zurzeit? Eins wäre Obama, Barack Obama. Zwei wäre dann Richtung Königsfamilie England und auch Emmanuel Macron. Und drei, ja, lassen wir einfach das. Elon Musk sagen auch, vergiss Bill Gates. Vergiss Bill Gates, der weiß ja, der kann ja nicht mal 3 Liegestütze machen. Der kann keine 3 Liegestütze machen und ihr wollt ihn als Antichristen abstempeln. Prinz William, sagen auch ein paar, keine Ahnung. Er wird ein neues Gesicht sein und jung auf jeden Fall. Kennt ihr noch keiner? Dann kommt noch. Ich lasse mich überraschen. Ich habe auch keine Angst. Ist mir egal, wer der Antichrist ist. Ich werde mir weder einen Chip in die Hand versetzen, noch auf meine Stirn irgendwas annehmen, noch werde ich das Bild des Tieres anbeten, noch werde ich gegen Christus sein. Sollen sie mir den Kopf abhacken, sollen sie mir eine Kugel in den Kopf schießen, das ist mir egal, ich werde Jesus nicht verleugnen. Sie können gerne alles mit mir machen. Ich werde Jesus niemals verleugnen. Denn wenn sein Leben jemand hier auf der Erde gewinnen möchte, der wird das verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird das gewinnen. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Und was für einen Preis kann er seine Seele erkaufen, ne? Ich habe einen TikTok gesehen, da hat einer vom Antichristen geträumt und er sah aus wie Obama. Es kann gut sein, Obama. Das Ding ist auf jeden Fall, Obama kann nicht in 2024 die Präsidentschaft antreten, weil Obama schon 8 Jahre, nämlich 2-mal Präsident war. Ich weiß nicht, ob es unbedingt der Präsident von Amerika sein muss oder der Präsident von irgendwo sein muss, aber es wird einer sein, der im Hintergrund von der Elite und von irgendwelchen dämonischen Ritualen oder sonst was eine Person, wo der Teufel durch seinen Geist in diese Person hineinkommt und diese Person wird wahrscheinlich jung sein. Diese Person wird die Autorität aller Länder bekommen und alle Länder werden sich vertrauen auf ihn und alle Länder werden ein New World Order, eine neue Weltordnung entstehen lassen und das Bargeld wird abgeschafft werden
Und es wird ein antichristliches System kommen, wo die Christen auf der ganzen Welt auf jeden Fall getötet werden und alle, die nicht das Malzeichen annehmen. Und das kommt auf jeden Fall in Zukunft. Und wir leben in diesen Zeiten, auch durch den Konflikt zwischen Palästina und Israel, Ukraine, Russland, Erdbeben, Naturkatastrophen. Also ihr könnt wirklich, ihr habt den freien Willen, ihr könnt euch entscheiden. Bist du in der Armee Gottes, geistlich gesehen, als ein Kind Gottes, bekennst du den Sohn Gottes, bekennst du das Wort Gottes im Fleisch, dann bist du gerettet. Oder bist du gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, nämlich wie die Muslime, leider laut der Bibel die Feinde Gottes sind. Die Juden, die laut der Bibel die Feinde Gottes sind, wenn sie nicht den Messias Christus anerkennen und alle anderen Menschen und Religionen und Ideologien oder egal was. Jeder, der nicht Jesus Christus im Fleisch bekennt, jeder, der nicht den Sohn Gottes als seinen Herrn und Erlöser hat, der ist laut der Bibel ein Feind Gottes und nicht wiedergeboren und hat leider noch den antichristlichen Geist in sich so. Aran, darf ich als Orthodoxer einen Katholiken heiraten? Bitte solche Fragen einen orthodoxen Priester in euren nahen gelegenen Kirchen fragen. Ich bin nicht die Person dafür, dass ich das entscheide, ob du einen Katholiken heiratest. Bitte einen orthodoxen Priester aufsuchen für sowas. Ich habe Elon auf einem Bild gesehen, wo er eine Brustplatte, habe ich auch gesehen. Das mit dem Teufel. Wer ist der stärkste Engel von Jesus? Ah, der stärkste, keine Ahnung, aber ich weiß laut der Heiligen Schrift, dass der Erzengel Michael, der Heerführer der Heerscharen im Himmel sind. Glaubst du, 9-11 war echt? Nein. Was meinst du mit echt? Meinst du das, was die Medien gesagt haben und wie es passiert ist mit zwei Flugzeugen und alles, glaube ich nicht. Können Engeln sündigen? Jedes Geschöpf von Gott hat einen freien Willen, was die Muslime leider nicht akzeptieren und nicht glauben. So, die sagen, die haben keinen freien Willen, das ist kompletter Schwachsinn, sonst könnte Luzifer nicht fallen. Luzifer ist aber gefallen durch seinen freien Willen und weil er gesündigt hat und die Engel Gottes mit ihm gesündigt haben. So. Können Engel sündigen? Absolut. Können die Engel Gottes, die jetzt im Himmel sind, sündigen? Weiß ich nicht. Ich denke auf jeden Fall, es gab einen Abfall. Es gibt einen Abfall, wo ein Drittel verloren gegangen sind, ein Drittel von Engeln gefallen sind. Ob es nachdem auf jeden Fall noch Engel Gottes fallen werden? Nein. Ich denke nicht, dass Engel Gottes jetzt noch fallen werden und fallen werden in Zukunft, glaube ich nicht. Jesus hat gesagt, meine Anhänger können Wahrheit nicht ertragen. Was möchtest du damit sagen? Und aus welchem Kontext reißt du deine Aussage gerade? Ich habe eine Frage, ja. Haben Tiere eine Seele oder ähnliches? Wir wissen, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, als ein ewiges göttliches Wesen, als ein geistliches Wesen. Der Mensch ist ewig geschaffen durch den ewigen Lebensodem Gottes. Der Mensch ist viel mehr als einfach nur Fleisch und Blut. Er ist ein ewiges geistliches, spirituelles Wesen, ist der Mensch. Und die Tiere, denke ich nicht, dass Tiere eine ewige Seele haben. Falls wer durch die Bibel einen anderen Vers hat, dann kann auf jeden Fall das geben, aber ja. Was war dann mit 9-11? Wir sind in einem christlichen Live und nicht in einem Verschwörer-Live. In der Bibel wird von zwei Leuten geschrieben, die auch sterben und danach wieder zu Gott gehen. Meinst du die zwei Zeugen? Die zwei Zeugen müssen noch aktiv werden. Meine Nachbarin so, mein Hund ist im Himmel. Ob Tiere im Himmel sind, weiß ich schon. Es gibt Tiere im Himmel. Ob die Tiere hier auf der Erde in den Himmel kommen, bezweifle ich. Kann sein, hoffentlich. So. Wie die Menschen ihre Tiere vermissen und alles, wäre schön, aber biblisch kann ich dir das nicht sagen. Ja, genau, kannst du mal von denen erzählen. Vielleicht das nächste Mal. Ich habe jetzt schon genug erzählt. Werde auch bald offline gehen. Können sich Satanisten auch bekehren? Jeder, der atmen kann, jeder, der jetzt meine Stimme hören kann und jeder, der einen Herzschlag hat und lebt auf der Erde, der hat die Möglichkeit, Buße zu tun. Egal, in was für ein Hintergrund er ist. Adam, Bruder, wir werden alle Jesus sehen, wenn er auf seinen bestimmten Ort zurückkehrt.
Denn wie der Blitz vom Westen über den Osten aufgeht, so wird das Kommen des Menschensohnes sein, und jedes Auge wird ihn sehen, auch diejenigen, die ihn durchstochen haben, und seinetwegen werden auf die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Das bedeutet auf jeden Fall, jeder wird ihn sehen. Ohrring, blonde Haare, TikTok-Christ, ha 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 ha. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Maß, dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Was ziehst du den Splitter aus dem Auge deines Bruders, aber den Balken siehst du nicht in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken in deinem Auge, damit du klar sehen kannst, und dann den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen kannst. Ne? Viel richten, viel lästern könnt ihr, aber auf euch selbst schauen, das ist ja schwierig. Weil der Volltrottel letztens mal meinte, man sollte nichts an sich ändern. Ja. So eine Aussage habe ich nicht getätigt. Als Heuchler bist du da und dann wurdest du gestummschaltet. Es tut mir leid, aber du bist ja der hübscheste Model, ne? Du bist ja eine 10 von 10, jede Frau möchte dich haben, ne? Mein lieber Fadi. Digga, wieso muss man immer auf Aussehen achten? Hört mal zu. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ob ich jetzt ein Gesichtstattoo habe oder mein Augenbrau hier ist oder mein Auge irgendwo hier ist, das hat niemanden zu interessieren. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Fadi, Fadi, Barbie. Ja, er ist ja Barbie, er ist ja 10 von 10. Jede Frau möchte ihn haben. Lasst ihn in Ruhe. Jeder möchte Fadi haben. Der ist ja so wunderschön, dass er andere verurteilt auf ihr Aussehen. Ne? Alle ein paar Jungs aus meiner Klasse sexualisieren mich. Was soll ich machen? Indem du hingehst und sagst, ich möchte nicht, hört auf damit. Die Seele ist wichtig und nicht das Aussehen. Also, ich weiß, dass Gott mich wunderschön geschaffen hat. Und ich weiß, dass ich hübsch bin, und ich weiß, dass Gott mich hübsch gemacht hat, und ich weiß, dass ich einen schönen Körper habe, und da brauche ich nicht die Meinung eines Fadi oder einen Mahmud oder einen Ali, der etwas über mich sagt und über mein Aussehen. Jura, Gottes Segen dir. Ist zwar nicht Thema, hast du eigentlich Naturlock? Nein. Wart ab, du TikTok-Gangster. Ja, genau. Mit deinen 28 Jahren ungefähr mich hier indirekt bedrohen. Na, Internet-Rambo. Vergiss nicht, Spinat zu essen. Damit du dich bereit machst, ne? Freust du dich auf den Himmel? Absolut. Warte ab, du TikTok-Gangster. Leute, weißt du, ich sage euch jetzt was. Und dieser Munafik von Jahil namens Fadi, tut mir leid, Herr, dass ich so rede, aber der regt mich so etwas auf. Sag das doch mal in mein Gesicht, wenn du ihn mich als Person siehst. Das will ich mal sehen. Erstens das. Zweitens, weißt du, ich brauche nicht die Heilige Schrift. Ich brauche nicht die Bibel, um zu wissen, dass Jesus Gott ist. Ich brauche nicht die Bibel zu lesen, um zu erkennen, was auf jeden Fall auf der Welt abgeht. Seitdem ich mich zu Jesus bekehrt habe und von der dämonischen Religion und der antichristlichen Religion vom Islam mich wegbekehrt habe und gesehen habe, wie diese dämonischen Geister im Islam mich töten wollten, dass ich nicht den Christentum finde, beziehungsweise die Lehre des Christus und Jesus. Nicht nur, dass die dämonischen Geister aus dem Islam heraus mich angegriffen haben und mich töten wollten in den Suizid, damit ich die Wahrheit nicht erkenne und mich umbringe, bevor ich Jesus erkenne. Und abgesehen davon,
Seitdem ich Jesus nachfolge und seitdem ich ein Kind Gottes bin, sehe ich in den Menschen entweder den Heiligen Geist oder den antichristlichen Geist. Da brauche ich keine Bibel, da brauche ich keinen Komm Debatte, du Muschrik, du Munafik, du Jahil und diese ganzen muslimischen Hobby-Hauptschüler, die hier auf TikTok einen auf islamische Gelehrten machen. Ich brauche nichts von euch. Jeder Geist, der Christus im Fleisch bekennt, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der Christus nicht im Fleisch bekennt, der ist nicht aus Gott. Das bedeutet, die Muslime sind nicht aus Gott. Juden, die nicht an Jesus glauben, sind nicht aus Gott. Sie bekennen nicht das Wort Gottes im Fleisch. Sie bekennen nicht, dass Jesus ins Fleisch gekommen ist. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Das kann nur der Heilige Geist bekennen. Und dann sagt Johannes, ganz klar, ich lese euch das gerne mal vor. Damit ihr nicht sagt, der redet einfach nur von sich selbst, sondern ihr hört das mit euren eigenen Ohren hier. So, hier. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der, also der Heilige Geist in euch, ist größer als der, der in der Welt ist, nämlich der antichristliche Geist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, den erkenne ich in den Christen. In den Muslimen sehe ich diesen Geist nicht. In allen 2 Milliarden Muslimen knapp sehe ich nur diesen antichristlichen Geist. Der eine ist weniger toxisch, der andere ist mehr toxisch. Der andere ist komplett einfach nur Gewalt und Hass in Person. Der andere ist halt ein bisschen zurückgezogen. Es hat nichts damit zu tun. Wenn du nicht an den Sohn Gottes glaubst, bist du laut der Bibel noch in deinen Sünden, du bist nicht geistlich wiedergeboren, du bist nach dem Fleische einfach geboren aus deiner Mutter heraus und du musst durch Wasser und Geist wiedergeboren werden, durch den Glauben in die Taufe hinein. Jeder Mensch auf diesem Planeten, der nicht Jesus Gott im Fleisch bekennt und den Sohn Gottes bekennt, der ist nicht von Gott. Sondern, wie Jesus gesagt hat, der hat den Teufel zum Vater. Das ist biblisch. Die Bibel sagt ganz klar, 2 Geister, der Geist Gottes und der antichristliche Geist. Der Lügner und der Antichrist ist derjenige, der den Sohn Gottes verleugnet. Und das sind alle Muslime, alle Juden, alle Hinduisten und Buddhisten und Atheisten. Mich interessiert nicht die Meinung von euch, was ihr über das sagt und sagt, guck mal, der ist ja so ein Faschist und der ist so ein Rassist und der verurteilt alle. Ihr habt ein Problem mit eurem Schöpfer, der in diesem Wort spricht. Ich bin nicht da, um die Honig ums Maul zu schmieren. Ich bin nicht da, um jetzt Entertainment zu machen und Matches zu machen oder Likes oder Follower oder sonst was. Die Bibel sagt, so unterscheidet man den teuflischen, antichristlichen Geist und den Geist Gottes. Der Geist Gottes bekennt, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist für die Sünden der Welt am Kreuz gestorben, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gott manifestiert im Fleisch, das Wort Gottes, Gott selbst, ein Wesen mit Gott im Vater. Das bekennt der Geist Gottes. Und der antichristliche Geist, der in jedem Menschen wohnt, der Christus nicht als sein Herrn und sein Heiland und sein Erlöser angenommen hat, der kann das nicht bekennen. Sein Merkmal des Heiligen Geistes in einem Menschen, er bekennt, dass Jesus der Herr seines Lebens ist. Dass Jesus der Herr ist. Das ist ein Merkmal des Heiligen Geistes. Und da brauche ich nicht irgendeinen Mahmud, auch keinen Fadi oder irgendeinen, weiß ich nicht was, der eine andere Meinung ist. Wie gesagt, ich brauche nicht einmal die Bibel, um zu erkennen, was Wahrheit und was Lüge ist. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, nachdem ich mich bekehrt habe. Brauche ich kein irgendwas. Ich habe selber bemerkt. Ich habe selber gesehen in meinem Leben, seitdem ich mich bekehrt habe. Und wie gesagt, ich glaube, ihr könnt eine andere Meinung sein. Ich bin dieser Meinung.
eine Woche vor dem Friedensvertrag Israel-Palästina, das ist nicht ohne Grund. Ich denke, 1. Thessalonicher 5, sie haben gesagt Frieden. Statt dem Frieden ist auf jeden Fall, sehen wir, der Krieg gekommen. Also für mich ist es ganz klar, biblische Prophezeiung, Matthäus 24. Und das geht auf jeden Fall Richtung 7 Jahre. Also ich denke auf jeden Fall, die nächsten 7 Jahre werden prophetisch. Das ist meine eigene Auffassung, mein eigener Glauben und meine eigenen Gefühle, was ich habe. Das musst du nicht glauben. Das hat nichts mit einem Statement von mir zu tun, gar nichts. Ich glaube auf jeden Fall, es geht Richtung die letzten 7 Jahre. Hundertprozentig denke ich das. Glaubst du, das jüngste Gericht in weniger als 50 Jahren ist? Also das endgültige Gericht ist erst in 1000 Jahren. Quasi nach den 1000 Jahren von Christus und das messianische Reich. Und auf jeden Fall dann kommt das Gericht erst am Schluss. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir in den prophetischen Endzeitjahren sind. Und das auf jeden Fall, wie gesagt, guckt es euch selber an. Eine Woche vor dem Friedensvertrag ist das jetzt passiert. Was hat das für einen Grund? Ihr müsst euch das denken. Und da kommt die Bibel im Spiel. Ich denke, dass am 2025 was Krasses passiert. Allein die Agenda für 2030. Habt ihr euch das durchgelesen? Lest euch das mal durch. Agenda 2030. Für mich ganz klar, der Mahdi für die Muslime der Antichrist ist und dass der Islam eine große Rolle spielt für die Endzeit und dass sie auch mit den Antichristen uns verfolgen werden, das denke ich auf jeden Fall. Da spielen auch auf jeden Fall die Juden und alle sind im Hintergrund, diejenigen, die sagen, sie werden Juden, aber sie sind es nicht, sondern die Synagoge des Satans, wie die Zionistenfamilie und alles im Hintergrund eine große Rolle und alles, das bringt einfach alles zusammen, so diese ganze Kette. Kommt man nach dem Tod sofort in den Himmel oder Hölle oder erst, wenn Jesus wiederkommt? Nach dem Tod kommt das Gericht, wie der reiche Mann in die Hölle gekommen ist und der Lazarus verherrlicht worden ist. Kein Jude würde einen Muslim als Messias annehmen. Kein Jude würde Jesus als Messias annehmen. Und was ist, wenn er auf beiden Seiten sich so stellt? Das stimmt. Das ist einfach kurz und knapp gesagt. Das stimmt eigentlich. Kein Jude würde einen Muslim als Messias annehmen. Aber was ist, wenn er für beide Seiten sich so stellt? Dass er Frieden macht, auch zwischen Palästina und Israel und alles. Das glaube ich auch, weißt du, Jude. An was glauben die Juden? Die glauben an Jahwe, aber sie wissen nicht, dass Jahwe schon ins Fleisch offenbart worden ist. Jesaja 40,3, ganz klar. Wieso lesen sie das nicht? Jesaja 40,3. Was ist genau Jesus verleugnen? Wenn du Christus auf der Erde verleugnest, das bedeutet, Jesus zu verleugnen. Denn wer mich vor den Menschen verleugnet und nicht bekennt, vor dem werde ich mich auch nicht bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich vor den Menschen bekennt, vor dem werde ich mich bekennen, vor den Engeln Gottes. So. Jetzt allein ist es offenbart worden mit den Hamas in Obadiah 1,10 und in Zacharia 12,6. Lass mich das mal aufschlagen. Obadiah 1,10 sagst du, ne? Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob sollst du beschämt und für immer ausgerottet werden.
Was ist der Kontext an dem Tag? Du sollst nicht zusehen am Tag deines Bruders, am Tag deines Elends. Aber der Kontext ist ja nicht mal eine Person, also könnte das stimmen mit Obadiah 1,10, ne? Wegen der Gewalttat an deinem Bruder Jakob sollst du beschämt und für immer ausgerottet werden. Okay. Muss ich mir noch genauer anschauen. Jetzt gehen wir mal auf Zacharia, hast du gesagt, ne? Zacharia 12,10. Zacharia 12,6. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas zu einem Feuerherd im Volz machen und zu einer Fackel im Stroh, damit sie zur Rechten und zur Linken aller Völker ringsherum verzehren. Und Jerusalem soll auch in Zukunft an seinem Ort in Jerusalem bewohnt sein. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas retten, damit sie sich weder das Haus David noch die Bewohner von Jerusalem gegenüber Juda rühmen. An jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen, und es wird geschehen, dass der Schwache unter ihnen an jenem Tag wie David sein wird. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen. Und an dem Tag werde ich alle Nationen zu vernichten suchen, die gegen Jerusalem heranziehen. Ja, muss mir den Kontext dann später auch durchlesen und alles, aber klingt auf jeden Fall interessant. Psalm 83, hast du gesagt, 2 bis 5. Denn sie, deine Feinde, toben und die dich hassen, erheben ihr Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und beraten sich gegen die, die sich bei dir bergen. Kommt, sagen sie, lasst uns sie ausrotten, damit sie kein Volk mehr sind, damit an den Namen Israel nicht mehr gedacht wird. Also das ist auf jeden Fall klipp und klar. Das ist auf jeden Fall Hamas und die ganzen Palästinenser, die gegen Israel sind, und alle anderen Nationen, islamischen Nationen, die gegen Israel sind. Was sagst du, 7 Tore nach Mekka? Was meinst du? Du machst ein Video darüber, Pat, kannst du gerne machen, werde ich mir ansehen, schick's mir dann. AK, hast du abonniert? Danke für dein Abonnent. Du Ehrenmann. Danke für dein Abonnent. Für wen bist du? Ich bin für Gottes Volk Israel. Ich bin gegen die Politik und gegen auf jeden Fall die Machthaber, die über Israel herrschen, wenn sie antichristliche Meinungen und alles geben und gegen Frauen und Kinder und alles sind. Aber ich bin für Gottes Volk Israel. Das Land, und das ist das hochgelobte Land Jahwes und Gottes. Und dagegen auf jeden Fall könnt ihr nichts machen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der Tag wird kommen, an dem ihr Islamisten und Muslime ein Kalifat gebildet haben. Ihr werdet vor Jerusalem stehen, ihr werdet vor Israel stehen. Und dann werdet ihr den Sohn des Menschen in der Herrlichkeit des Vaters auf den Wolken des Himmels kommen sehen, und ihr werdet gegen das Lamm Gottes Krieg führen, ihr werdet gegen euren eigenen Schöpfer Krieg führen, und ihr habt auf der Erde gedacht, ja, wir beten 5-mal am Tag Richtung Allah, Allah ist ja Gott, und dann wird der Täuschende, der Allah, offenbar, wenn er im Fleische nach euch offenbart, nämlich der Antichrist. Ja, dann werdet ihr verlieren, wir siegen. Ah, du möchtest gegen den allmächtigen Gott gewinnen, Onur. Ich glaube, du wirst der Erste sein in der ersten Reihe der
durch die Vögel des Himmels aufgegessen wird, wie in Offenbarung 19 beschrieben, wenn du so eine Aussage von dir gibst. Bro, du bist, das erinnert mich wie bei Herr der Ringe, kennt ihr bei Herr der Ringe, als sie gegen Mordor gekämpft haben und da in der ersten Front gegen die ersten verloren, der erinnert mich an denen, die an der ersten Front ganz vorne sofort von der Bildfläche verschwinden. Fantasie. Onur, du tust mir leid, weil du keine Ahnung von der Bibel und keine Ahnung vom Koran hast. Das erinnert mich an Herr der Ringe, als sie gegen Minas Tirith gekämpft haben. So diejenigen an der ersten Front, so. Die ersten, die verloren gehen. Ach was, die wären ganz hinten, Bro. Oh Mann. Denn der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht und dann werden alle sehen, wer Gott ist. Dann werden alle sehen, dass Jesus Gott, der wahrhaftige Gott ist. Der Tag wird kommen, Leute, ob ihr es wollt oder nicht. Er wird auf den Wolken des Himmels kommen. Oh ja, der Tag, wo Jesus wiederkommt, wird mächtig. Weißt du, das Traurige dahinter ist, in Offenbarung 5, Vers 13 wird jedes Geschöpf im Universum Gott den Vater und Gott den Sohn anbeten. Die meisten aber werden es halt auf der Erde nicht getan haben und werden dann halt verloren gehen. So. Aber eines Tages wird jedes Knie, egal ob er verlorene Seele war oder gerettete Seele war, eines Tages wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist, ob sie wollen oder nicht. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen. Jesus Christus wird bald wiederkommen. Das glaube ich auch. Guck mal, wie der Bray die Sticker benutzt. Oh nein. Leute. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe mein eigenes Gesicht nicht mehr. Ich muss da irgendwie rauskommen. So, ich bin raus und wieder rein. Heil Gott singen. Mal gucken wir uns mal Matthäus 24 genauer an, ob es mit der Situation wirklich zusammenpasst oder nicht. Matthäus 24. So, wir lesen aber nicht alles, wir lesen nur den Teil, wo man sagt, das passt. Also, hier. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte sehen werdet, wovon durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der merke darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht um, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, bittet aber darum, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht, denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus oder da, dann sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Seht, ich habe es euch alles vorausgesagt.
Denn wie der Blitz im Osten aufblitzt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Wo aber das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Und gleich nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne fallen. Das könnte sogar passen. Guck mal, sagen wir mal, ich sage euch meine Meinung und dann sagt ihr was dazu. Aber ich sage nichts jetzt dazu, dass es genauso geschehen wird, aber ihr könnt eure Meinungen sagen. Ich habe das gerade jetzt nochmal gelesen, ne? Matthäus 24, 17 bis 28. Hier steht auf jeden Fall Trübsal. Was ist Trübsal? Die ersten 3,5 Jahre. Ich habe ja behauptet, auf jeden Fall, das ist kein Statement, das ist keine Prophezeiung. Also ich glaube für mich persönlich, dass wir ihn jetzt in den letzten 7 Jahren sein könnten. Falls wir jetzt in den ersten 3,5 Jahren wären, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass jetzt die Trübsal die ersten 3,5 Jahre sind. Und dann nach der Trübsal fängt ja die Drangsal an, der Zorn Gottes. Dann nach den 3,5 Jahren, Matthäus 24, 29 und Offenbarung 7, werden wir ja entrückt werden. Das bedeutet, es könnte sein, muss nicht, ich weiß nicht, wir werden es ja sehen. Viele kennen ja das Video Messias 2030, das Millionen von Klicks hat und so. Ob es alles so stimmt, vielleicht. Dann heißt es auf jeden Fall bis 2026, 2027 auf jeden Fall und dann wird es halt noch schlimmer. Und dann hier steht, dann nach der Trübsal, also nach den 3,5 Jahren, nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verdunkelt und der Mond wird seinen Schein und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und jetzt kommen die Vorentrücker, die sagen, vor den 7 Jahren wird das geschehen. Wo steht das? Hier steht nach den 3,5 Jahren, nach der Trübsal. Und nicht vor den 7 Jahren, sondern nach den 3,5 Jahren steht hier, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden alle Völker der Erde wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann werden die Auserwählten entrückt werden. So. Also ich bin immer noch der Meinung, wir leben in diesen Zeiten. Vielleicht seid ihr in einer anderen Meinung. Also ich denke auf jeden Fall, wir sind hier so Matthäus 24, Trübsal. Und nach der Trübsal, nach den 3,5 Jahren, so, und dann kommt der Zorn und die Drangsal und dann kommt Entrückung. Die Auserwählten werden entrückt nach den 3,5 Jahren und dann kommt der Zorn Gottes. Was heißt, die Sterne werden vom Himmel fallen? Entweder symbolisch für Dämonen oder wirklich, wirkliche Sterne gemeint. Aber ich denke, die Sterne sind hier keine Dämonen, wie in Offenbarung 12, sondern die Sterne sind hier normale Sterne gemeint, weil der Kontext sind auf jeden Fall die Materie und die Planeten und der Kosmos. So. Was mit Entrückung gemeint? Entrückung, auf jeden Fall, wenn der Herr Jesus seine Gemeinde entrückt in den Himmel, zu sich. Vielleicht Meteoriten. Ja, kann auch sein. Könnte passen, was du sagst. Ja, wenn Offenbarung 12 und der große Drache, der Teufel, der ein Drittel der Sterne mit seinem Schwanz schlug quasi, ne, so, das ist auch so ungefähr gemeint, dass der Teufel ein Drittel seiner Dämonen so wirft. Symbolisch gesehen werden wir von der Stunde der Versuchung bewahrt. Wenn die Stunde der Versuchung in der Trübsal ist, dann nicht, denn jeder wird in der Trübsal sein, jeder Christ wird durch die Trübsal gehen, durch den ersten 3,5 Jahren und nach der Trübsal, dann, wenn die Drangsal anfängt, vor der Drangsal entrückt. Das ist biblisch. Stimme sagt mir 28.08.2028. Auf jeden Fall, das ist ein cooles Datum. Mal schauen, weil das haben sie auch gesagt zu September jetzt, ne?
23. September, so hat jeder ja behauptet, boah, da passiert etwas, irgendwas, keine Ahnung. So, ich bin nicht kein Fan von Datum und alles, ich bin ein Fan von einfach hoffen und abwarten. Und auf die Zeichen schon. Wir sehen in der Trübsal, denn in 1. Thessalonicher 5,3 wurde das vor 2 Wochen Friedensvertrag mit Israel und den arabischen Ländern bestätigt. Ja, Pat, ich sag, das ist auch meine Meinung und darum bin ich auch live gegangen. Weil eine Woche vor dem Friedensvertrag wurde jetzt der Krieg ausgelöst, 1. Thessalonicher 5, Vers 3 so quasi jetzt. Und wir sind jetzt in der Trübsal in den ersten 3,5 Jahren durch das, wenn das wirklich das ist. Und es dauert nur noch 3,5 Jahre und dann gehen wir nach Hause. Und wenn es wirklich so ist, Leute, dann macht euch jetzt bereit. Feuerdrücken ist doch Feuerdrangsal, oder nicht? Leute, ihr habt alle ein falsches Verständnis von Feuerdrangsal, Nachtrag. Ihr habt ja keine Ahnung, wann die Drangsal überhaupt anfängt. Wann fängt bitte für euch die Drangsal an, wenn ihr sowas sagt? Für euch fängt die Drangsal erst in den ersten 3,5 Jahren an. Das ist falsch. Die Drangsal ist nach der Trübsal. Und nicht vor den 7 Jahren. Aber wenn wir jetzt wirklich in der Trübsal leben und es nur noch 3,5 Jahre sind und dann kommt die Drangsal, dann ist das schon krass. Dann ist auf jeden Fall krass. Wir werden es sowieso sehen. Guck mal, wir haben jetzt den zweiten Tag des Krieges zwischen Palästina und Israel. Wir werden es ja sehen. Geile Haarfarbe, Alan. Daniel, Gottes Segen dir, mein Lieber. Es wird heftig, dann wird es noch schlimmer hier. Ja, jeder hat irgendwie eine andere Meinung bei der Entrückung. Du musst lesen, was in der Bibel steht. Was steht in der Bibel? Steht in der Bibel was von vor den 7 Jahren Entrückung oder von einer geheimen Entrückung? Siehst du nicht in der Bibel. Die Bibel sagt uns, nach der Trübsal kommt die Drangsal, nach den 3,5 Jahren werden wir entrückt. Und das sagt uns auch Offenbarung 7, dass es keine Vorentrückung vor Trübsal oder irgendwas gibt. Bin ich so froh, dass ich vor einer Woche zum Christentum konvertiert habe. Das freut mich, Daniel. Gottes Segen dir. Wieso 3,5 Jahre? Denn es gibt 7 Jahre. Die Vollendung der 7 Jahre der Endzeit. Die ersten 3,5 Jahre, wo die Posaunen so ausgelöst werden und dann, wo die Zornschalen ausgelöst werden in den letzten 3,5 Jahren. Bist du Kurde? Ja. Was meinst du mit Palästina-Israel-Endzeit? Ich meine damit, dass wir jetzt in der Endzeit leben. Also nicht nur einfach nur Endzeit, sondern in den Wehen der Endzeit. Speak English. I can speak a little bit English. Hast du muslimische Freunde? Nee. Ich habe keine Freunde. Ich habe Brüder. Deine Meinung zu Sola Scriptura? Also, dass man zur Schrift etwas hinzufügen muss, um gerettet zu werden, falsch. Braucht man etwas zur Schrift hinzufügen? Im Generellen nein. Sind außerhalb von der Bibel Schriftverweise wie Briefe und alles von den Aposteln gültig und gut? Ja, 100%. Also ich bin für Sola Scriptura, wenn die Leute verstehen, was Sola Scriptura ist, aber sie greifen damit die Schrift an, wenn sie sagen, wir wollen außerhalb der Bibel nichts, einfach gar nichts haben.
passt einfach nicht mit der Kirchengeschichte und mit dem Aufbau mit der Bibel zu tun, mit der Kirche zu tun. Denn der Kanon wurde erst im 4. bis 5. Jahrhundert erfunden. Die Bibel wurde zusammengestellt erst Jahrhunderte danach, und davor hatte man auf jeden Fall die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft der Heiligen und das gemeinsame Brotbrechen, und danach ist alles entstanden. Wer als Christ die Israelis unterstützt, kann kein aufrichtiger Christ sein. Die Juden bespucken euch. Du hast keine Ahnung, was wir unterstützen. Wir unterstützen nicht die Politik oder irgendwelche Juden. Wir unterstützen einfach das gelobte Land Gottes, weil der Herr, Jahwe, Herr über Israel ist. Wir unterstützen nicht etwas, was jetzt zum Bösen verleitet. Wir unterstützen doch nicht irgendwas, was jetzt komplett dämonisch und antichristlich ist. Wir unterstützen jetzt nicht Netanyahu, den Präsidenten von Israel. Wir unterstützen einfach das gelobte Land Gottes. Israel ist heilig und bleibt auch heilig bis zum Ende. Dann bist du doch pro Palästina oder nicht? Ich bin für derjenige, der kein Kriegstreiber ist und nicht Frauen und Kinder unschuldig mordet. Aber wir sehen auf beiden Seiten, dass sie sich bekriegen. Amen, wir sind zu Volk Israel in Christus eingetroffen. Das bedeutet, dass wir zum Volk Christus. Habe auch keine Freunde. Willst du mein Freund sein? Yes. Let's be friends. Hab in einem Live Jesus lebt geschrieben, wurde ohne Grund gestummt. Ja. Wenn sie euch hassen, wisst, dass sie mich vor euch gehasst haben. Alam Bremen, die Schere. Die Schere Bremen, Javita Machitkam. Schere Kurdistan. Man muss aber wirklich erwähnen, dass Palästina seit Jahrzehnten unterdrückt wird und sich nur wehrt. In einem Konflikt stecken immer zwei Parteien dahinter. Spüre den Heiligen Geist dahinter. Stark. Meinung zu Martin Luther. Ich kenne sein Leben und seine Biografie nicht so gut, darum kann ich meine Meinung zu seiner Person nicht bilden, aber ich kann die Meinung der orthodoxen und der apostolischen Kirchen vertreten, die sagen, er ist ein Heretiker und hat auf jeden Fall Zwietracht und Spaltung gebracht. So. Ich kann nur das sagen, was ich weiß. Wann käme denn der Antichrist? Was ist, wenn er schon da ist und im Hintergrund schon agiert? Du musst dich immer komische Fragen stellen. Nicht einfach das. Du musst dich immer von allen Seiten Fragen stellen. Du musst die Frage hier stellen, die Frage hier stellen, die Frage hier und hier. Überall, in jedem Bereich. Klingt komisch, was ich gesagt habe, aber irgendwie macht es auch Sinn. Sind die für ein Geschenk, Gott segne. Bitte informiere dich über die Geschichte von Martin Luther, die Geschichte ist krass. Ja, werde ich auf jeden Fall, so Gott will. Okay, du bist bestimmt ein ganz witziger. Bruder, schau dir Sacharja 9, 12 bis 14 an. Guck mal, Desi, die Schwester. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jesus wa barakatuh, liebe Geschwister im Herrn, und hi an die Kuffar. Jetzt würden die Muslime sagen, La hawla wa la
Bruder, der Level da. Zacharia 9. Gucken wir uns an. Vielleicht sollten wir uns auch Daniel 7 angucken. Jemand hat vorhin geschrieben, Daniel 7. Ich glaube, das war vor einer Stunde oder so. Was ist so besonders an Daniel 7? Wir haben hier keine Ahnung, was ihr diskutiert. So, wir wollten uns erstmal, ich glaube, Zacharia 9, 12 bis 7. Sui, danke für dein Abonnent. Danke fürs Abonnieren, Gottes Segen. Abonniere in den nächsten 14 Minuten 38, um beim Abschluss der Challenge zu helfen. Wir brauchen noch 3 Abonnenten. Ich weiß nicht, was das für eine Challenge ist, aber gönnt euch einen Abonnent in den nächsten 15 Minuten, dann habe ich irgendeine Challenge gewonnen. Sü. Ja. Die Schwester oder der Bre heißt einfach Sü. Sü. Danke, Sü, für dein Abo. Sü. $90k-Tipper unterbrochen. Gott segne dich. Nimm doch mal an, sagst du. Ich hab dich vorhin schon gesehen. Ist abgelaufen. Hallo? Bruder. All Gottes Segen. Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Gottes Segen, verdammt mal etwa. Friede des Herrn sei mit dir. Alles klar? Ja, super. Sehr schön. Ich will mal kurz was vorlesen, weil ja, bitte. Hat jemand gesagt, Zacharia 12, 10 bis 11. Oder? Ja, vorbei. Nee, warte, ich frag den mal. Hast du gesagt, Zacharia 9, 10 bis 12, oder hast du gesagt? Der Bruder soll mal reinschreiben. Der Bruder Pat. Pat. Bro, freut mich, dass du live bist. Freut mich auch. Zacharia 9 bis 14, Bruder, alles bezieht sich auf die Endzeit. Okay. Und der Herr wird über ihnen erscheinen und seine Pfeile werden ausfahren wie der Blitz und der Herr
Und der Herr Herr steht hier zweimal Herr, wird die Posaune blasen und wird einfahren mit den Stürmen des Südens. Der Herr Zebaoth wird sie beschützen und wir werden auf ihn fressen und die Schleudersteine. Okay. Warte. Denn ich werde die Streitwagen von Ephraim und die Pferde von Jerusalem wegnehmen und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden stiften unter den Nationen und seine Herrschaft reicht von einem Meer bis ans andere und vom Strom bis ans Ende der Welt. Okay. Amen. Amen. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass, wie gesagt, das alles so irgendwie zusammenpassen könnte mit den ganzen Sachen, die zurzeit passieren. Mal gucken. Was sagst du zu der ganzen Lage zu Israel und Palästina? Ja, Bruder, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass das biblisch ist, aber ich kann es nicht wirklich zuordnen. Also entweder ich denke mal, also das ist entweder, ich denke mal, es ist das, wie viele sagen, aber so sehe ich das auch, dass vielleicht das ist, dass Israel, oder besser gesagt, was die Bibel sagt, dass Jerusalem fällt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Stelle, ne? Ja. Ja, Matthäus 24 auf jeden Fall. Genau. Lukas und Matthäus und ne, ja klar. Ja. Das ist jetzt ganz schön, sag ich mal, wenn das das ist, was die Bibel beschreibt, dann ist es langsam aber sicher Zeit. Also alle kommen. Sage ich mal, ne? Also du sagst auf jeden Fall auch so indirekt, wir leben so in den prophetischen Jahren und es könnte schon so Richtung Trübsal gehen, oder? Ja, Bruder, wir merken das doch. Wir haben den Heiligen Geist, wir merken das. Na, Natürlich. auch. Darum sage ich auf jeden Fall, ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt sagen würde, boah, Endzeit, wir leben noch weit. Also ich sage auf jeden Fall auch, dass ich, also es ist auch, ich sagte schon, ich muss mich da immer rechtfertigen, weil auf TikTok gibt es viele, die schneiden alles aus dem Kontext heraus oder sonst was. Aber ich persönlich glaube, dass wir jetzt in der Trübsal leben, in den Anfängen der ersten 3,5 Jahren. Und die Situation mit dem Friedensvertrag, der aufgelöst worden ist, jetzt eine Woche vor dem Frieden und jetzt Krieg und alles und Matthäus 24 passt dazu. Also ich Genau. glaube auf jeden Fall, dass wir jetzt. Und auch mit 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Also ich denke auf jeden Fall, wir leben in den ersten 3,5 Jahren der Trübsal jetzt. Genau, Also es fängt an. Es es kommt fängt es wirklich an. wirklich an. Also ich denke auch, dass es jetzt anfängt. Es ist wirklich, ich möchte auch gerne in den Chat sagen, die Menschen, die noch nicht, wirklich nicht den Herrn haben, denkt nach, bitte, lest nach, guckt, was passiert. Bitte, nimmt den Herrn an. Es ist wirklich langsam Zeit. Es ist wirklich langsam die Zeit dazu, sich zu entscheiden, entweder hoch oder runter. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nichts dazwischen. Denkt daran. Bruder, es ist so. Ja, ich weiß. Weißt du, Bruder, es ist so, viele predigen eine Kuschelevangelium. Das haben wir aber nicht mehr. Es gibt es nicht mehr. Die Zeit ist vorbei dafür. Das ist meine Meinung. Ja. Ja, Amen auf jeden Fall. Ich denke, wir müssen uns alle an die Schulter packen, nicht einfach Ja. jetzt, sondern wir sollten jetzt anfangen, alle komplett Buße zu tun und unser Leben so leben, als wäre es der letzte so. Amen, Bruder. So sieht's aus. Wir sind nichts Besseres. Ja. Schau mal, ich will nicht sagen, ich bin besser, ob ich grad, das gerade nicht gesagt habe. Ich bin nichts Besseres wie ihr alle. Bin ich nicht. Ich bin nur ein demütiger Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Ich glaube, dass der Herr für mich gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Ja? Und mehr glaube ich nicht. Bitte, ich möchte euch nur bitten, denkt nach. Kommt zur Besinnung, kommt zum Herrn. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Ja, Herr, Bruder, es ist so.
Wir müssen uns dann mal entscheiden. Was machen wir in unserer Ewigkeit? Gehen wir mit dem Herrn? Gehen wir ohne den Herrn? Es ist hart, ja. Aber es ist so. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich auch. So ist mir egal, ob jetzt jemand kommt und sagt, komm, ich kill dich jetzt mit einer Guillotine, so Offenbarung 20, so ein bisschen, weißt du, ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren für das Wort Gottes und so weiter. So ist mir egal. Aber auch, weißt du, ich freue mich nicht darauf, dass eines Tages 1,8 Milliarden Muslime laut der Bibel in die Feuersee kommen. Ich freue mich nicht darauf, dass Menschen verloren gehen. Ich freue mich darauf aber, dass eines Tages jeder Mensch erkennen wird, dass Jesus die Wahrheit ist und war. Mein Bruder, ganz ehrlich, ich freue mich auch darauf, dass Menschen verloren gehen. Warum? Jesus Christus will, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir wissen. Ja, das soll ich. Ja. Nicht jeder Mensch kommt. Ganz klar. Aber die, die kommen sollen, die sollen jetzt kommen und nicht später. Das wissen wir. Ja? Ich freue mich nicht, wenn einer verloren geht und sagt, der Jesus, Abraham, so und so. Nein, freue ich mich nicht. Mhm. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Aber es ist einfach so. Viele Menschen, wenn du hin und sagst, du hör mal, Jesus Christus ist für dich gestorben. Am Kreuz. Was hältst du davon? Weißt du, was sie sagen? Die sagen, was, Jesus? Jesus, bla, 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 dies und das und jenes. Oh, ich mache meine Sache. Ja, das sagen sie. Aber was haben sie davon? Gar nichts. Sie werden ihre paar Jahre hier absitzen auf der Erde. Ja, ihre paar Jahre, das sind 80 Jahre, 100 Jahre lang, scheißegal. Was ist das gegen die Ewigkeit? Null. Gar nichts. Verstehst du, was ich meine? Das möchte ich jeden hier im Chat sagen. Jeden. Jeden einzelnen hier im Chat, der meinen Herrn nicht angenommen hat. Bitte, denk nach. Lies die Bibel. Israeler Krieg. Ja, ein Vorbote der Endzeit. Wir leben in der Endzeit. Lies die Bibel, es steht alles drin. Es kann das sein, was in, Bruder, bitte hilf mir, Daniel oder keine Ahnung, wo es geschrieben ist, ich weiß auch nicht alles, wo steht, dass Israel, dass Jerusalem fallen wird. Kennst du die Stelle? Also meinst du den Gräuel der Verwüstung aus dem Buch Daniel? Ja, genau, richtig. Ja, danke, Bruder, genau, richtig, danke. Das kann das hier sein, das kann das sein. Oder meinst du nicht, Bruder? Auf jeden Fall, da steht ja in Matthäus. Genau, Matthäus, Lukas, steht das drin. Ja, genau, richtig. Das ist schon heftig. Ich bitte euch, wirklich, denkt nach, denkt alle nach. Wirklich. Bruder, ich möchte dir danken, dass du mich hochgeholt hast, dass ich diese paar Worte sagen durfte. Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Weißt du, das ist nicht selbstverständlich. Viele nehmen gar nicht Leute hoch. Weißt du? Und ich folge ja, schon lange. Als du dann wieder geschrieben hast, habe ich dich hochgenommen. Ich dachte einfach, du wärst nicht mehr im Chat und deine Anfrage ist abgelaufen. Nee, ich habe zweimal wiederholt, weißt, weil ich es einfach auf meinem Herzen hatte, das zu sagen. Weißt du? Und ja, ich verfolge dich auch schon lange und ich finde, du bist ein guter Bruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast die gesunde Lehre, die ich auch habe. Und jeder kann sich ein Beispiel nehmen. Du bist öffentlich, ich nicht. Aber jeder kann ein Beispiel nehmen an dich, weil du bist ein Bruder, sage ich ganz ehrlich, der die wahre Lehre vertritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sage ich nur so. Ich vertrete die Lehre selber. Genau wie du das lehrst, lehre ich das selber. Ist so. Ja. Weißt du? Und viele Menschen, die sagen jetzt, was der erzählt, alles Quatsch. Weißt du? Ach, was will der? Da ist Krieg. Ja. Aber die Menschen, die die Bibel kennen, die haben Gänsehaut und sagen, oh, stopp mal. Da stimmt was nicht. Ne?
Aber denk nach, denk wirklich nach. Mehr will ich gar nicht sagen, Bruder. Wenn du willst, kick mich oder Alles sprich mit klar. mir, wie du willst. Okay. Ja, ich werde auch gleich offline gehen. Dann werde ich dich auf jeden Fall jetzt rausnehmen. Aber ich Ja, wünsche machst dir du. Gottes reichlichen Segen und Ja, bleib Bruder. stark im Glauben und der Herr segne dich, okay? Ja, Bruder, auf jeden Fall. Ich Mach's komme gut. gerne wieder hoch, wenn du magst. Ich schicke eine Anfrage, kein Thema. Sehr gerne. Schick mir noch eine Anfrage. Gottes Segen dir, ne? Wünsche ich auch. Ciao. Keep mich raus. So. So Leute, ich werde jetzt offline gehen. Ich bin kaputt. Toni, vielleicht das nächste Mal, mein Lieber. Ich gehe jetzt selber offline. Ich muss noch beten gehen. Ich will noch beten gehen. Lass uns beten. Ich bin nicht mehr der Fan davon, jetzt öffentlich einfach so zu beten. Ich bete gerne in Ruhe, wenn ich meine Ruhe habe, wenn ich alleine bin. Aber wir können ja gerne, ich kann gerne ein Gebet kurz ansprechen für die Sache. Vater im Namen des Herrn Jesus Christus, ja, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, in Jesus Christus Namen. Amen. Danke, Vater, im Namen des Herrn Jesus für den Tag. Segne alle Menschen, die meine Stimme hören. Segne alle. Lass alle erkennen, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist, Herr Jesus Christus. Herr, offenbare dich der Welt und lass es auf jeden Fall zum Ende kommen und komm, Herr Jesus Christus, in diese verlorene Welt, Herr. Ich bete für alle, die unschuldig fallen, ob es jetzt Palästinenser sind oder Israeliten sind, Herr. Ich bete, dass du da in ihrer Mitte bist und auch Israel bewahrst, weil es dein Land ist, ja, in Jesus Christus Namen. Amen. So, der Herr segne euch und behüte euch und lasst sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Geht auf jeden Fall beten. Ich werde jetzt privat auch beten gehen. Peace. Wo sind eigentlich meine Geräuschdinger? Effekte. Toneffekte. Und das für ein Blödsinn. Musik. Was ist das? Und das für ein Blödsinn. Keine Ahnung. Okay, genug gespielt hier. Noch einmal. Okay, ich wollte nur die neuesten Soundeffekte wollte ich mal ausprobieren. So, der Herr segne euch, meine Lieben, und okay, alles klar, Gottes segne euch.